Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind wieder mal auf der 3-Sternhof unterwegs in unserer Plus-Variante und wir sind bereits in Folge 66 und fahren gerade mal in der Sojamilch im Kreis. Nein, wir haben gerade den Soja angeliefert. Sind hier gerade schön überall gegen gefahren. Ist auch was Feines, oder ne? Finde ich. So, ne, ich bin nur einmal im Kreis gefahren, faulerweise. So, jetzt werden wir hingehen und den Tankwagen einmal holen. Mit dem freundlichen Tankwagen. So. Ihn lasse ich jetzt hier stehen. Jetzt holen wir den freundlichen Tankwagen. Mit dem freundlichen Tankwagen. Laden wir unseren Sprit ein, den wir hier haben. Und derzeit, wo das passiert, gucke ich, wie viel hier noch drin ist. Also wir haben jetzt noch 14.000 hier zum Verarbeiten drin. Ne? Und wir haben noch ein Feld. Das heißt, das, was ich jetzt hier mache, das kommt jetzt komplett in die Sojamilchanlage. Und damit muss die Sojamilchanlage dann erstmal ein Momentchen hinkommen. Ich hoffe auch, dass das funktioniert. Also ich fahre zur Sojamilchanlage, betanke die Kiste, fahre hier wieder zurück, stelle den Tankwagen zurück, nehme wieder den Kipper und mache dann wahrscheinlich als nächstes wieder den Drescher leer. Gucken, wie weit der ist. So. Warum ich jetzt hier ranfahre, obwohl hier gar kein Spritzeichen ist, ist ganz simpel. Die Milch hat auf der anderen Seite den anderen Tankpart. An der Seite wird die Spriteinfahrt. Und man kann, wenn beide Seiten auf sind, natürlich das sich in der Runde einfacher machen. Jetzt sollte jetzt hier gleich die Produktion von der Sojamilchfabrik wieder anschmeißen oder anbegehen. Dadurch, dass jetzt wieder alles da ist. Wir müssen nochmal gucken, wie das Wasser technisch aussieht. Ob wir hier noch eine Runde Wasser herbringen müssen. Das sollten wir eigentlich dann vom zweiten Hof holen können. Aber das müssten wir mit einem anderen Tankwagen machen. So, der ist leer. Beim Wegfahren werden wir jetzt hier vorne nochmal am Schild gucken, wie es jetzt aussieht. Es wird auf jeden Fall nichts jetzt übervoll laufen, sag ich mal so. Ja, die Gülle geht noch. Sojabohnen ist so viel auch nicht drin. Ja, Wasser ist noch. Wasser ist auf jeden Fall drin, dass die jetzigen Sojabohnen da locker mit verarbeitet werden. Wir brauchen mal dreimal so viel Wasser wie Sojabohnen. Also wir bräuchten jetzt knapp über 36.000 Liter Wasser. Und wir haben, aber wir haben ja auch noch zwei Felder. Also wir werden auf jeden Fall auch nochmal eine Runde Wasser nachmachen müssen. Oder nachholen müssen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. So, erstmal fahren wir den Tankwagen jetzt wieder zurück hier. Also wenn wir das nächste Mal ihn leer gemacht haben. Das heißt, dann können wir mal zwischendurch die Wassergeschichte machen. So, erstmal werde ich jetzt natürlich das hier wieder richtig an die passende Stelle fahren. So. Und wie ihr seht, ist sogar schon wieder was produziert worden. Und wir müssen bedenken, das ist natürlich eine super eiserne Reserve. Ja, da sind schon wieder ein bisschen was. Weil hier haben wir natürlich jetzt 15.800 Liter drin von dem guten Kuhfutter. Ja, das ist natürlich eine schöne Geschichte. So. Da haben wir wieder rangezogen. Ja, jetzt werden wir mal Richtung dem anderen Feld fahren. Muss mal gucken, ob ich nicht hier vielleicht sogar hinten ranfahren kann. Also nach der Sojamilchfabrik gleich links aufs Feld fahren kann. Das sollte eigentlich funktionieren. Hier wäre auch noch links eine kostenlose Wiese.
Ja, das sind also echt nur ein paar kleine Korrekturen, die wir machen müssen. Das ist okay. Er ist eindeutig auch noch nicht voll. Das heißt, wir können echt noch mal gucken, was die anderen hier machen. Ja, das sieht auch gut und ordentlich aus. Dann machen wir noch mal eine Runde hier weiter. Dann können wir das gute Stück nämlich auch wieder wegbringen. Und theoretisch gesehen müssten wir sogar mit ihm hier das Wasser anliefern können, wenn wir halt den flachen Weg fahren und nicht hier die Berge hochpirschen. Sollte eigentlich gehen. So. Aber wie gesagt, wenn wir den Schwader weggebracht haben, dann müssen wir den Zeter weggebracht haben, müssen wir noch den Schwader holen. Dass hier alles vernünftig weiterläuft. Ne? So, das ist soweit fertig. Jetzt drehe ich mal einen schönen großen Bogen hier, weil hier ist Platz. So, hoffe, dass jetzt hier nichts im Gebüsch hängen bleibt. Hier geht. Fahr jetzt extra ein bisschen weiter hier rüber, auch wenn ich da jetzt überlappe. Bloß sonst hat man echt Schwierigkeiten hier bei dem Baumteil hier. Muss das natürlich jetzt noch genau aufnehmen können hier unter dem Baum, das ist klar. Das klappt ja auch. Und hier kann ich auch wieder ein kleines bisschen breiter werden. So. Ja, da hat schon wieder einer die Arbeit erfolgreich beendet. Das ist wahrscheinlich diesmal die Sämaschine, die wahrscheinlich auch die kleine Ecke nicht gemacht hat. Ja, leider ist das Rapsfeld hier vorne noch nicht so weit. Das andere Sojafeld, die wir als letztes gesät haben, die sind auch noch nicht so weit. Aber wie gesagt, noch sind die Jungs da beschäftigt. Wenn jetzt die Bahn jetzt zu Ende fahren, dann werden wir mal gucken. Wer meinte, er wäre schon fertig. So, wunderbar. Den falten wir zusammen. Sieht auch gut aus. Ja, er glaubt nicht nur, dass er fertig ist. Er hat diesmal durch so eine 4 Meter Arbeitsbreite hier hat er tatsächlich den Spaß auch fertig gekriegt. Das hat doch schon mal was. So, wir werden hier vorne wieder auf unseren Privatweg einbiegen sozusagen. Hier können wir nämlich jetzt schön zum mittleren Feld zurückfahren. Ja, sorry, Frasche. Nochmal. Ja, hat er das erst gemacht? Gut, das sind jetzt also zwei Felder Raps. Das ist dann schon mal gut. Damit ist das schon mal gesichert. Man kriegt einigermaßen das ran. Er macht hier so fast die letzten Bahnen. Jetzt bin ich echt natürlich überlegen, was pflanzen wir hier an? So, ja, kommt ja noch rein jetzt gerade. Da sind wir bei. Was haben wir denn bestandsmäßig überhaupt an Bord? So, wir haben auf jeden Fall Weizen an Bord. Oh, wir haben auch noch Soja an Bord, stelle ich gerade fest. Okay. Also Soja werden wir dann gar nicht nachmachen. Wir haben jetzt ja 12.000 oder sowas Soja drin gehabt und wir haben ja noch zwei Felder mit Soja und eins davon ist gar nicht mal klein. Ja, wir brauchen auf jeden Fall was Stroh. Ich würde sagen, wir pflanzen Gerste an, weil wir Gerste momentan gar nicht haben. Das ist die einfachste Methode. So, gut, hat noch jemand die Arbeit beendet? Das ist auch schön. Ich gehe jetzt hier mal auf, das ist Weizen, das ist Gerste. So, dann machen wir hier ein wunderbares Gerstefeld draus. So, und Helfer an. Das heißt, hier werden wir dann auch das nächste Mal Strohballen machen. So einfach ist das. Gut, der fährt. Der sagt, er ist gleich voll. So, da habe ich jetzt den Helfer mutwillig ausgemacht. Hol das Rohr raus. Und setze ihn nämlich gleich neu an, weil er wollte eh nämlich gerade drehen, dann wäre das Rohr wieder mal in der Frucht gewesen. Hätte ich doof gefunden. So. Gut. Ja, es wird dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir den Soja ganz locker komplett da reinschmeißen können. Aber wir werden wahrscheinlich auch für die Schweine später mit Soja arbeiten, statt mit Sonnenblumen wahrscheinlich.
Boah, Mais müssen wir auch immer. Also müssen wir auf jeden Fall auch mit einem anderen Gebiss danach arbeiten. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch tatsächlich schon ein Sonnenblumenfeld oder sowas dazwischen. Da schauen wir dann einfach mal. So, ich fahre jetzt hier wieder ein Stückchen zurück. Wir hüpfen hier raus. Hüpfen hier rein. Lampen können aus Rohr, kann rangefahren werden. Ich gehe mal davon aus, dass das hier nicht aufnimmt, weil es einfach. Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt einfach da zwei Einheiten an. Ich muss jetzt irgendwie ein ganz kleines bisschen Soja drin haben, damit ich nicht aus Versehen den Raps hier nehme. Seht ihr? Das ist das Problem. Deswegen hoffe ich, dass das so funktioniert jetzt. Und gibt der Hilfe das? Ja, jetzt haben wir Soja drin, das bleibt. Ist gut. Sehr schön. Dann steige ich hier mal aus. So, ja, was mache ich jetzt? Ich würde sagen, fahre einmal mit ihm hier zurück. Und hole jetzt tatsächlich den Rest Soja aus dem Lager. Wir müssen gleich aufpassen, wir die schönen Blümchen nicht über den Haufen fahren, auch nicht die Leute über den Haufen fahren. So, ja, Soja aus dem Lager holen, das ist glaube ich eine gute Idee, dass die Produktion da vernünftig läuft. Und dann müssen wir auf jeden Fall sehen, dass wir, weil dann haben wir ja schon fast wieder 10.000 Liter. Das heißt, dafür brauchen wir schon wieder 30.000 Liter Wasser und wir haben nur 10.000 über bei der jetzigen Menge, die wir drin haben. Heißt also, wir müssten schon wieder heißt, wir müssten schon wieder Wasser nachfüllen auf jeden Fall. Wir werden mit dem, was wir jetzt ernten, locker die 90.000 Liter Wasser wohl verbrauchen können. Aber ich glaube schon, dass wir aus den anderen Feldern die Menge noch rausholen. Wir haben das Feld, das wir jetzt gerade machen. Und wir haben noch die 13, die ja bis oben hin knackig voll ist. Das heißt, müssen wir echt gucken, ob wir da überhaupt genug rankriegen in der Zeit. Wir können jetzt natürlich jetzt schön hier lang fahren, unsere wunderbar neu angelegten Wege nehmen, die ein bisschen holprig sind, aber da können wir mit leben. Da war ein kleiner Hupsler. Ihr seht, da hinten ist unser Lager. Können wir hier wunderbar lang fahren. Oh, sollte trotzdem nicht zu schnell fahren. War natürlich schon wieder falsch. Ich muss natürlich hier hin. Hätte ich natürlich den Weg auch noch angleichen können, habe ich aber nicht, muss ich zugestehen. Sollte man vielleicht noch mal tun. So, jetzt haben wir den Rest hier auch rausgeholt. Das ist auch super. Dann fahre ich jetzt hier mal raus. Dann fahren wir hier an unserer 13 lang, die wir sehen, dass sie auch noch nicht reif ist. Also wir haben ein Sojafeld und ein Rapsfeld, was noch nicht reif ist. Aber wie gesagt, wir sind ja auch noch dabei und noch muss ja auch alles andere noch gemacht werden. Wenn das dann nach und nach wieder reif ist, ist ja auch okay. So, ja, ich werde jetzt mit dem Schwung ausnutzen und es wagen, hiermit über den Forsthügel ranzufahren. Die kleine Steigung ist es da noch nicht gewesen, sondern die kommt jetzt erst, aber wir nehmen hier nochmal ein bisschen wieder Schwung auf. Oh, es geht noch. 18 war immer noch. Ich denke, dass das schon wieder
9500 Liter Soja hinter sich hat, ist das alles ganz okay hier. So, das kann ich natürlich jetzt auch schön auf dem Weg zum Drescher gleich in die Sojamilchfabrik schmeißen. Oder ich mache es ganz simpel, ich mache ihn jetzt während der Fahrt einfach leer, schmeiß alles da rein und hänge den Wagen ab und hol Wasser. Ja, natürlich auch. So, er wird blockiert, ja. Ich weiß, du wirst blockiert, deswegen geht der Helfer jetzt ja auch aus. Das Rohr raus. Jetzt fahre ich nämlich ein Stückchen zurück und entblockiere dich. Dann kann ich nämlich noch vor der Wende den Helfer wieder anschmeißen. So, dann pumpt den Kram hier mal ab. Da ist jetzt jede Sekunde mit fertig. Mich jetzt. Ach, der Arbeit erfolgreich beendet. Spinnt er. So, den Soja mit hier und dann setze ich dich nochmal selber an. Ja, aber während ich ihn hier ansetze, muss ich sagen, dass wir leider schon wieder am Ende der Folge sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Und würde mich, wenn es euch gefallen hat, natürlich darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben oder einen Share oder natürlich auch ein Abo da lassen würdet. Und bedanke mich recht herzlich bei all denen, die mich schon freundlich unterstützen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.